Der Frühling steht vor der Tür. Und aus diesem Grund habe ich mir etwas Neues und Spannendes überlegt. Und um meine Idee umzusetzen, werde ich ein kleines, in sich geschlossenes Paludarium bauen. Was ich dann damit vorhabe, wirst du im Video erfahren. Der Winter neigt sich dem Ende und ich bin auf der Suche nach weiteren Ideen, welche ich für meinen Kanal umsetzen kann. Ich möchte dabei auch einzigartige Sachen festhalten und die Faszination der Tierwelt einfangen. Hier siehst du nun, wie ich anfange, ein kleines, in sich geschlossenes Paludarium zu bauen. In dieses Paludarium werde ich eine Pumpe mit einer Art kleinem Filter integrieren. Meist ist es so, dass sich der Filter außerhalb befindet. Ich möchte versuchen, die Pumpe in das Glas zu integrieren. Den Bereich für die Pumpe baue ich aus einer kleinen Plastedose. Ich schneide die Dose zurecht, sodass die Pumpe darin Platz hat und von drei Seiten verschlossen ist. Der einzige Weg, dass Wasser zu der Pumpe gelangt, wird dann von hinten sein. Oben habe ich ein kleines Loch hereingeschnitten für die Pumpe. So kann dann später das Wasser von der Pumpe nach oben fließen. Um das Ganze zu vervollständigen, nehme ich das abgeschnittene Stück und klebe es mit Silikon an die Seite, sodass es von drei Seiten verschlossen ist. Vorne an der Ecke musste ich ein wenig abschneiden, damit die Pumpe ganz gerade sitzt. Die Pumpe habe ich dann mit Silikon in den Filter geklebt, sodass alles fest sitzt. Jetzt geht es auch schon ans Einrichten. Ich habe dafür Schiefersteine, Garnelenkies, Moos und so eine Art Unterwassergras. Die Pumpe funktioniert schon mal. Für den Filter nutze ich einen Filterschwamm, welchen ich in das Gehäuse stecke, sodass er gut sitzt und alles gut verschließt.
So sieht das Ganze dann fertig aus. Wie ihr sehen könnt, befindet sich oben eine kleine Insel. Somit ist es an der Zeit, das Geheimnis zu lüften, was ich nun damit vorhabe. Mein Großvater hat einen kleinen Teich und dort werden sich bald wieder Unmengen an Fröschen versammeln. Ich habe vor, mir etwas Froschleich zu nehmen. Dieses werde ich ins Paludarium einsetzen und werde die Entwicklung von dem Laich bis zum kleinen Frosch für euch festhalten. Sobald ich die ersten kleinen Frösche entdecke, werde ich diese natürlich wieder zurück zu ihrem Lebensraum bringen. In einem der nächsten Videos kannst du dann also live dabei sein, wie sich so ein Laich zur Kaulquappe und später zum Frosch entwickelt. Ich würde mich freuen, dich wieder dort zu treffen. Bis dahin, genießt die schöne Frühlingszeit. Euer Rukubi auf Rukubis Scaperwelt.